Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen hier in den universitären psychiatrischen Kliniken. Es ist mir ganz wichtig, eben das immer wieder zu unterstreichen. Die forensisch-psychiatrische Klinik ist eine der universitären psychiatrischen Kliniken, neben der erwachsenenpsychiatrischen Klinik und der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Privatklinik. Und das ist uns sehr wichtig, dass Sie reingebettet sind unter diesem Dach, weil es bietet natürlich, insbesondere vom wissenschaftlichen Standpunkt her, ganz, ganz große Vorteile. Und ich hoffe, Sie werden sehen im Laufe meiner Ausführungen, dass eben auch diese Wissenschaftlichkeit ganz enorm ist, enorm wichtig ist für die Unabhängigkeit des forensisch-psychiatrischen Gutachters. Weil diese Unabhängigkeit ist gerade in der heutigen Zeit ist immer wieder gefährdet. Und ich werde dann in der letzten Folie meine Schlussfolgerung eben auf diesen Punkt zurückzusprechen kommen, warum es eben so wichtig ist, dass forensische Psychiatrie schlussendlich nichts anderem als der Wissenschaft, der Medizin und dem Recht verpflichtet ist und eben nicht in Behörden etc. integriert ist. Sonst besteht eben die Gefahr, dass der psychiatrische Gutachter zum Richter in Weiß wird. Ich möchte auch herzlich begrüßen die European Law Student Association, Kolleginnen und Kollegen, Studenten, die JUS studieren, hier an der Universität, haben sich da auch angemeldet. Und ich hoffe auf eine rege Diskussion. Ich werde die Ausführungen nicht zu lange machen, sodass Sie am Schluss Gelegenheit haben, auch Fragen zu stellen, auch konkret zu diskutieren, weil es gibt natürlich eben sehr viel zu fragen in der forensischen Psychiatrie. Sie werden heute Abend enttäuscht sein, wenn Sie hierher gekommen sind und auf Sex and Crimes gehofft haben. Dieses Klischee werde ich nicht bedienen. Natürlich ist das vordergründig interessant, aber Sie werden hoffentlich sehen, dass die eigentlichen Themen der forensischen Psychiatrie, nämlich die Rollen und das Spiel, die Interaktion, es ist schon fast wie ein schöner Tanz zwischen Recht und Medizin, Naturwissenschaft, ist eigentlich noch viel spannender und attraktiver als eben vordergründig Sex and Crime. Zum Thema. Der Richter in Weiß, die Älteren unter Ihnen können sich vielleicht erinnern oder kennen es aus den Medien, 1971, ein Tatort-Krimi. Frau Dr. Beerenbaum, hier im Bild links, eine attraktive Arztfrau, wurde beschuldigt, dass sie ihren Ehemann, einen Arzt, aus Eifersuchtswahn getötet, vergiftet hatte, zusammen mit einem neuen Liebhaber. Sie wurde begutachtet von Professor Kemm, Chefarzt in einer Klinik, damals gab es noch keine eigenen Forensiker. Und als dieser Professor Kemm, der hat sich dann natürlich ein bisschen verguckt in diese Frau Beerenbaum, gesehen hat, dass es eng für sie wurde vor Gericht, dann hat er ihr volle Unzurechnungsfähigkeit attestiert, damit sie eben nicht ins Gefängnis musste und zu ihm oder an eine andere Stelle in die Klinik gehen durfte, um da behandelt werden zu können und so eben nicht der Justiz in den Vollzug gehen musste. Sie sehen an diesem Beispiel, das ist natürlich ein Missbrauch der Rolle der forensischen Psychiatrie und heute würde auch kein Verteidiger mehr, kein Strafverteidiger mehr, würde seiner Mandantin, seinem Mandanten raten auf verminderte Schuldfähigkeit, heute redet man ja nicht mehr von Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, natürlich bekommt man dann eine kleinere, kürzere Haftstrafe allenfalls, auf das werde ich zu sprechen kommen, aber man riskiert in die Fänge der forensischen Psychiatrie zu kommen und heutzutage sind die Aufenthaltsdauer stationär geschlossen in der forensischen Psychiatrie, sind doppelt oder dreimal so lange wie die Haftstrafe für das gleiche Delikt. Also heute wäre das aus Sicht eines Strafverteidigers eigentlich ein Kunstfehler. Das ist unser Emblem der forensischen Psychiatrie. Sie sehen hier den Arztstab mit der Aesculap-Natter im Bild. Aesculap war ja ein griechischer Halbgott, der eben die Heilkunde gelernt und gelehrt hat auch weiterhin. Dann kennen Sie die griechischen Dramen aus der Mythologie. Aesculap wurde schließlich so gut in seinem Fach, dass er eben Menschen vor dem Sterben bewahren konnte, was natürlich den Zorn der Götter auf ihn zog und sie haben ihn schließlich beiseite geschoben. Dann sehen Sie aber natürlich auch die Waagschalen der Justitia. Das heißt, die forensische Psychiatrie bewegt sich im Grenzbereich zwischen Medizin und Recht.
Und zwar allen Rechtsbereichen. Und da sind wir stolz, dass wir hier in Basel das auch so bedienen. Wir sind hier in Basel eben nicht nur auf das Strafrecht, auf Straftäterinnen und Straftäter eingeschränkt, sondern auch andere Rechtsbereiche. Wir werden heute Abend die Themen Schuldfähigkeit, Prognose und sogenannte Maßnahmenbedürftigkeit anschauen. Aber im Strafrecht bedienen wir auch Fragestellungen wie zum Beispiel Hafterstehungsfähigkeit, also ob jemand aufgrund einer psychischen Störung nicht mehr in der Lage ist, in Untersuchungshaft oder im Strafvollzug zu sein. Wobei auch da, und ich sage es schon jetzt, wir nur die Grundlagen liefern. Der Entscheid, ob jemand im Gefängnis bleiben muss oder eben nicht, zum Beispiel eine Klinik verlegt wird, liegt immer bei der Verfahrensleitung, liegt immer beim Gericht, liegt immer beim Strafvollzug. Aber wir müssen natürlich die Grundlagen liefern. Dann die Einvernahmefähigkeit, ob zum Beispiel ein Schizophrener oder dementer Patient überhaupt eine vernünftige Aussage machen kann in einer Strafuntersuchung. Oder dann die Glaubhaftigkeit von Aussagen. Sie erinnern sich an den Kachelmann-Prozess, wenn Aussage gegen Aussage steht, wenn der Angeschuldigte sagt, ja, aber diese Frau ist ja bekannt, das ist eine Borderlinerin, die hat sich das sonst selber geritzt, 2 Suizidversuche hinter sich, die konfabuliert diese Vorwürfe. Das heißt nicht, dass von vornherein, wenn jemand psychisch krank ist, dass seine Aussage eben nicht glaubhaft ist. Dann aber in anderen Rechtsgebieten, mit Zivilrecht sind wir tätig, klassisch die Urteilsfähigkeit, also einen Vertrag unterschreiben zu können, zum Beispiel die Testierfähigkeit ist ein Spezialfall, also häufig nach dem Tod untersucht, wenn Angehörige bei der Testamentseröffnung entsetzt sind, dass ihr Großvater alles der Haushälterin vermacht hat und das dann angefochten wird und dann anhand von Krankenakten geschaut werden muss, ob dieser Mann zum Beispiel noch in der Lage gewesen ist, einen eigenen Willen zu bilden und den auch zu äußern in einem Testament, oder Beistandschaften früher im Vormundschaftsrecht. Aber auch Sozialversicherungsrecht decken wir ab, mit der Abteilung von Professor Mager bei uns in der Klinik, also Arbeitsfähigkeit, Invalidität, da geht es um viel Geld, das wissen Sie, Stichwort Rentenbetrüger steht im Raum, und Kunstfehler in der Psychiatrie, häufig bei Suiziden, haben Kliniken, Abteilungen, Psychiater etwas unterlassen, oder natürlich bei Klagen wegen Distanzlosigkeit, sexuellen Übergriffen gegenüber Patientinnen und Patienten in der Praxis oder in der Klinik. Ein wichtiges Gebiet, die Fahreignung. Wenn jemand den Führerausweis verliert wegen Drogen, Alkoholkonsum, wegen massiv überhöhter Geschwindigkeit, gefährlichem Fahren etc. Und dann ein ganz schwieriges Gebiet, das Familienrecht, das wir zusammen mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Dr. Joachim Schreiner, Psychologe, machen, wo es um die Zuteilung von Kindern, Sorgerecht, Besuchsrecht, Erziehungsfähigkeit zum Beispiel geht, wo wir dann eben nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen, Väter und Mütter untersuchen. Und viele andere Fragestellungen eigentlich auch gehören dazu. Jetzt aber zum Strafrecht. Es ist immer mit einem bestimmten Risiko verbunden, wenn Mediziner über das Recht sprechen, weil wir sind keine Juristen. Ich hoffe, die anwesenden Juristen verzeihen mir das, wenn da eine gewisse Unschärfe drin ist. Zu was dient eigentlich das Strafrecht? Es gibt die relativen Straftheorien und die allgemeinen Straftheorien. Die allgemeinen oder die absoluten Straftheorien, da geht es eigentlich unten um Vergeltung, Wiedergutmachung. Das darf man nicht vergessen, das ist gerade für Opfer, für Hinterbliebene ganz wichtig, einen Schuldausgleich anzustreben. Und das kommt eigentlich, Sie sehen rechts ein Bild dieser Säule des Hammurapi, 1700 Jahre vor Christus, heutigen Persien. Hammurapi hat damals das sogenannte Talionsprinzip, also Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, niedergeschrieben, dass eben nicht überreagiert wird. Heute lachen wir über Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber damals war es schon eine wichtige Errungenschaft. Und das ist eben wichtig, dass dafür Regeln geschaffen werden und dass schlussendlich die Kompetenz, Recht zu sprechen und zu sanktionieren, vom einzelnen Betroffenen weggeht. An Gerichte, an Behörden, an den Staat. Weil es ist völlig natürlich, und ich werde das auch gelegentlich gefragt von Journalisten, ja, was würden denn Sie machen, wenn jemand in Ihrer Familie oder so betroffen wäre? Natürlich würde ich nicht rechtsstaatlich handeln. Ich wäre gar nicht in der Lage, ich wäre verzweifelt, ich wäre wütend, ich würde überschießend reagieren, mit großer Wahrscheinlichkeit. Gerade deswegen haben wir ja
vom Volk gewählte Richter, die an unserer Stelle Recht sprechen. Und zwar auf der Grundlage von Gesetzen, die wieder andere Volksvertreter, nämlich das Parlament, von uns gewählt, eben festlegen. Das Recht bildet die allgemeingültige Moral zum aktuellen, heutigen Stand ab. Und die Richter haben dieses dann zu vollziehen, Entschuldigung, das Recht zu sprechen und dann die Behörden, die Exekutive, das zu vollziehen in Form von Strafen. Diese Vergeltung und Wiedergutmachung, aber in Klammern, weil die ist so etwas in den Hintergrund gerückt in den letzten Jahren. Auch bundesrechtliche Rechtsprechung zeigt ganz klar, heute im Zentrum des Strafzwecks steht die Individualprävention. Also die Gesellschaft schaut darauf, dass ein bestimmter Täter, der einen Tat begangen hat, das nicht wieder tut. Und das kann man erreichen durch Strafe oder natürlich, wenn jemand psychisch krank ist, allenfalls durch Behandlung. Daneben die Generalprävention, das ist die Abschreckung, die Normverdeutlichung. Natürlich, wenn ich morgens um 2 Uhr auf der Autobahn nach Hause fahre und da sind keine anderen Autos unterwegs, da wirkt Generalprävention, da muss ich sagen, ja gut, ich halte mich jetzt an diese 120 Stundenkilometer Limite, auch wenn ich eigentlich gerne schneller nach Hause fahren würde. Das ist nichts anderes als Generalprävention und die wirkt. Ich werde jetzt im Folgenden den Vortrag gliedern in die 3 Bereiche, Schuld, Sanktionen und Maßnahmen. So setzt sich eigentlich auch ein Gerichtsurteil zusammen. Das Gericht befindet zuerst überhaupt, ist jemand schuldig? Schuldig wessen? Welcher Straftatbestand? Was liegt vor? Vorsätzliche Tötung oder gar ein Mord? Gibt es Mordmerkmale? Dann wird im zweiten Teil dann darüber verhandelt, ja, wie geht man jetzt mit diesem Täter, mit dieser Täterin um? Und ganz am Schluss stehen dann noch die Überlegungen im Zusammenhang mit den Sanktionen der Maßnahmen. Wenn Sie vom Staat, von einem Polizisten, weil sie falsch parkiert haben, zu schnell gefahren sind oder irgendwas gemacht haben, sanktioniert werden, dann werden sie diese Sanktion mit großer Wahrscheinlichkeit dann als gerecht empfinden, wenn sie irgendwie verhältnismäßig ist zum Verschulden. Wenn sie eine Bagatelle begangen haben, sie werden ganz hart bestraft, dann werden sie das als Unrecht empfinden. Und das versucht das Recht abzubilden. Das Schuldprinzip, das ist das ganz Wichtige. Der Staat hat nur Recht einzugreifen und zu sanktionieren, wenn wir uns schuldig gemacht haben, sonst eben nicht. Und jetzt haben natürlich moderne Rechtssysteme berücksichtigen, dass gewisse Personen, zum Beispiel Kinder, aber auch geistig Behinderte, schwer psychisch Kranke, nicht gleich sich schuldig machen können, wie wir das machen können. Wenn wir bewusst sind in einer Güterabwägung, halt mal das Recht ritzen oder gar verletzen. Und das ist eine wichtige rechtsstaatliche Errungenschaft. Artikel 19 des Strafgesetzbuches, Absatz 1, regelt diesen ersten Teil. War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht einzusehen oder entsprechend zu handeln, ist er nicht strafbar. Keine Strafe. Ein Beispiel, ein Schizophrener, der in der Überzeugung handelte, weil er Stimmen hörte, weil er im Wahn war, dass er das und das tun muss, unbedingt. Weil sonst die Welt untergeht, weil die Außerirdischen kommen. Und das ist kein Blödsinn, das sind ganz konkrete Fälle. Wenn ich Ihnen jetzt ein entsprechendes Patientenvideo zeigen würde, selbst die Skeptiker unter Ihnen, ob es so etwas wirklich gibt, wären nach einer Viertelstunde überzeugt, dass dieser Mensch tatsächlich so denkt und schließlich so handelt, wie er denkt. Der kann und soll nicht bestraft werden. Ein ganz einfaches Beispiel, wie man das prüft. Man überlegt, wie würde der Angeschuldigte, der Täter, sich verhalten, wenn während der Tat ein Polizist zu ihm käme und ihm von hinten auf die Schulter klopft und ihn fragt, hey du, was machst du hier? Was würde jemand machen, der nicht einsichtsfähig ist? Wie würde er reagieren? Er würde dem Polizisten sagen, komm, hilf mit. Jemand, der einsichtsfähig ist, der würde sofort aufhören und sagen, oh, sorry, und irgendwie versuchen, sein strafbares Handeln zu verdecken. Das ist Absatz 1, da ist das nicht strafbar. Jetzt, das muss das Gericht beantworten. Bei Kleinkindern ist das noch einfach, vielleicht bei schwerst geistig Behinderten auch, aber so an der Grenze bei bestimmten psychischen Störungen. Und natürlich sagen Angeschuldigte, sagen Täter auch nicht immer die Wahrheit.
Sie haben in der Strafprozessordnung ein Recht zu lügen oder keine Aussage zu machen. Das heißt, es gibt strategisches Aussageverhalten und das von einer psychischen Störung zu unterscheiden, ist extrem schwierig. Deswegen, das ist ein sehr ärgerlicher Schreibfehler hier, der immer wieder kommt, Korrekturfehler, das heißt nicht Stopp, das heißt STPO, Strafprozessordnung. Modernes Wort sei gegrüßt. Entschuldige mich. Artikel 182 der Strafprozessordnung regelt das. Wenn eben das Gericht oder die Staatsanwalt nicht selber den Sachverstand haben, dann ziehen sie Sachverständige bei. Jetzt das traurige Flugzeugunglück in Südfrankreich. Die Gerichte, die das beurteilen müssen werden, die werden allein den Sachverstand nicht haben. Vielleicht noch, wenn es tatsächlich ein Suizid des Co-Piloten war. Aber wenn es um technische Fehler geht oder denken Sie an komplexe Wirtschaftskriminalitätsfälle, da hat das normale Staatsanwaltgericht hat nicht das, die Sachkenntnis, das zu beurteilen. Da braucht es eben Sachverständige. Wenn wir nun ein Gutachten machen, dann untersuchen wir nicht einfach nur diesen Angeschuldigten, sondern wir stützen uns auf ganz, ganz viele Informationsquellen. Und das ist eben anders in der forensischen Psychiatrie. Natürlich über die Tatsituation, Tatortrekonstruktion. Wir gehen häufig mit auf die Tatrekonstruktion, dass wir uns ein Bild machen können, damit wir wissen, ja, erst einmal, welche Anforderungen an die psychischen Funktionen stellt eine solche Tat? Was muss man können, damit man das so tun kann? Und wo gibt es mögliche Aspekte für Beeinträchtigungen? Dann labortechnische, toxikologische Untersuchungen, Haaranalysen, DNA-Analysen etc. Dann Akten. Unsere Administration kann ein Lied davon singen, da kommen Umzugskisten von Akten, die wir durchkämmen und studieren. Wichtig in den Akten, Strafregisterauszüge, die sind ganz, ganz wichtig für uns, weil die traurige Realität, wer etwas getan hat, wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder einmal tun. Dann aber auch Krankenakten, wenn jemand schon mal in Behandlung war, in einer Klinik oder ambulant. Dann die ganzen Zeugenaussagen, Opferaussagen, die eben indirekt auch etwas über den Angeschuldigten, den Täter sagen. Wichtig für uns auch zum Beispiel Akten von Ambulanzfahrern, Sanitätern, Erstbehandlungen von Ärzten und schließlich die Aussagen des Angeschuldigten. Die ändern sich im Laufe eines Verfahrens häufig, vor allem wenn sie gebrieft werden durch ihre Anwälte, tönt das plötzlich ganz, ganz anders. Und da machen wir eigene Untersuchungen. Wir müssen wissen, in welche Biografie, in welches Leben ist diese angeschuldigte Person eingebettet. Dann die sogenannte Psychopathologie. Wo zeigen Sie Auffälligkeiten in der Psyche? Das ist wie ein Hausarzt, der Sie untersucht, ein Check-up macht, machen wir eine Art Check-up der psychischen Funktionen. Wir untersuchen die Persönlichkeit, welchen Stil hat eine Persönlichkeit, und zwar nicht nur auf der Verhaltensebene. Persönlichkeit ist ja schon geprägt durch die Art und Weise, wie wir etwas wahrnehmen, wie wir etwas empfinden, wie wir Konflikte lösen, ob wir unsere Impulsivität steuern können etc. Wir fragen den Angeschuldigten auch, wie er sich stellt zu den Tatvorwürfen. Bei einem pädophilen Mann zum Beispiel, der beschuldigt wird, seine 9-jährige Tochter sexuell missbraucht zu haben, wie er das schildert, ob er offen darüber sprechen kann, ob er es bagatellisiert, ob er es leugnet etc. Dann klären wir natürlich die Frage der psychischen Störung, des Behandlungsbedarfs und der Möglichkeit, überhaupt jemanden behandeln zu können und wie jemand auch die Zukunft sieht. Ob er eine Behandlung wünscht, ob er sich überhaupt einlassen würde in eine Behandlung etc. Ergänzt werden solche Untersuchungen häufig durch testpsychologische Untersuchungen, das ist das Fachgebiet der Psychologinnen und Psychologen, wenn es um Intelligenz zum Beispiel geht, spezifische Kompetenzen oder auch Defizite und allenfalls auch bildgebende Untersuchungen, zum Beispiel bei einem Alkoholiker oder wo ein erheblicher Verdacht auf Alkoholismus besteht, die Person streitet das aber ab. Das kann man relativ gut mittlerweile mit bildgebenden Verfahren auch darstellen, eine beginnende Demenz zum Beispiel oder Hinweise auf andere hirnorganische Störungen. Was wir nicht können, das sind Lügen aufdecken. Das geht leider nicht. Ich schaue diese Krimis auch gerne. Man muss neidlos zugestehen, die Kollegen, die sehen toll aus, die sind auch cool, aber es funktioniert nicht, was sie tun. Das ist immerhin ein kleiner Trost für uns. Es geht nicht. Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen, kann man mit zum Beispiel mikromimischen Effekten kann man Lügen entdecken.
Es ist hoch unspezifisch. Ich könnte Ihnen jetzt wunderschöne Folien zeigen, ich möchte Sie nicht langweilen. Menschen können sehr schlecht Lügen erkennen. Welche Berufsgruppe erkennt am besten Lügen? Was denken Sie? Es sind nicht die Psychiater und Psychologen. Es sind schon gar nicht die Polizisten, die sind am schlechtesten. Was denken Sie? Zollbeamte sind sehr gut. Ganz genau, Zollbeamte sind sehr gut. Es gibt auch noch eine Gruppe, die sind noch besser. Und da sage ich ungern in die Richtung, das sind Lehrer. Lehrer sind relativ gut. Lehrer liegen bei etwa 70%, 50% wäre 50-50 Münze werfen. Aber es ist immer noch schlecht. Zurück zur Schuldfähigkeit. Wir beantworten jetzt nicht einfach die Frage der Schuldfähigkeit, sondern wir müssen jetzt schauen, diese Diagnosen, die wir stellen, die Psychopathologie, die Persönlichkeit, die Kompetenzen, Ressourcen, Defizite, welche Auswirkungen haben die auf die konkreten Rechtsfragen, die uns gestellt werden? Nämlich der Schuldfähigkeit, da braucht er Legalprognose, wie jemand wieder rückfällig wird. Und das natürlich immer vor dem konkreten Tatvorwurf. Und da stellt sich jetzt ein großes Problem. Wann erhalten wir den Gutachtensauftrag als forensischer Psychiater? Wir erhalten den im Laufe des Verfahrens, weil unsere Gutachtenerstattung, das dauert 3 Monate, manchmal ein halbes Jahr, manchmal, wenn wir überlastet sind, auch ehrlich gesagt leider länger. Das heißt, man kann nicht warten bis zur Gerichtsverhandlung und dann erst den Auftrag geben, sondern das macht man vorher. Nur vorher weiß ja kein Mensch eigentlich, welche Straftat sich dieser Angeschuldigte denn auch wirklich schuldig gemacht hat. Die einzige Instanz, die das legitim festlegen kann, ist das Gericht. Das heißt, vorher sind alles Hypothesen. Es sind Hypothesen der Staatsanwaltschaft, entsprechend der Anklageschrift, der Untersuchungsbefunde, sind Hypothesen entsprechend des Verteidigers, des Angeschuldigten, es sind unsere Hypothesen. Aber wir benötigen eine konkrete Hypothese, weil je nachdem, was jemand getan hat, ob jemand zum Beispiel einen sehr raffinierten Mord ausgeübt hat oder einen relativ primitiven, impulsiven Totschlag, fordert das unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen. Und das hat Auswirkungen auf die Beurteilung der Schuldfähigkeit, der Prognose und der Maßnahmebedürftigkeit. Das heißt, alles, was Sie im Gutachten schreiben, sind Hypothesen. Und geprüft wird das in der Gerichtsverhandlung. Und zum Glück werden wir immer häufiger vor Gericht eingeladen als sachverständige Zeugen, sodass wir vor Gericht noch aussagen können, wenn das Gericht dann auch selber eine eigene Hypothese über die entsprechende Straftat gebildet hat. Also, unsere Beurteilung hat Einfluss auf die Beantwortung der Rechtsfragen. Es ist aber auch umgekehrt, um das Ganze noch komplexer zu machen. Nehmen wir einmal an, wir haben einen Mann in meinem Alter, der wird beschuldigt, eben seine 9-jährige Tochter über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht zu haben, weil er angibt, dass in der Ehe seit der Geburt des viel kleineren Geschwisterchens die Sexualität eingeschlafen ist, dass man sich auseinandergelebt hat und er da zu kurz gekommen sei und dann sei es zu sexuellen Handlungen mit dieser Tochter gekommen, steht auch eine Scheidung im Raum. Er selber streitet das ab. Er sagt ganz klar, nein, ich habe das nie getan. Die Staatsanwaltschaft stellt aber dar, und das Gutachten über die Glaubhaftigkeit der Opferaussage dieses Mädchens ist recht gut nachvollziehbar, plausibel, dass da ein 3 Jahre lang dauernder sexueller Missbrauch mit Geschlechtsverkehr, Oralverkehr eines 6- bis 9-jährigen Mädchens stattgefunden hat. Unter der Annahme, dass dieser Mann das getan hat, erfüllt er die Kriterien einer Pädophilie. Weil wenn man Kinder nicht sexuell attraktiv findet, dann wird man nicht über einen längeren Zeitraum Sex mit einem Kind haben. Wenn das aber nicht so gewesen wäre, dann hätte er keine Pädophilie. Also der konkrete Tatvorwurf, der kann umgekehrt eben auch zur Annahme einer Diagnose führen. Und dieser Mann muss uns ja nicht die Wahrheit sagen, er darf lügen nach Strafprozessordnung. Und wir sind eben nicht Ermittlungsbehörden. Wir müssen ihn aufklären auf seine Rechte, dass er auch bei uns nicht die Wahrheit sagen muss. Und es kommt noch hinzu, und das ist erschwerend, dass in unserer Untersuchung dieser Angeschuldigte seinen Verteidiger nicht dabei hat. Das heißt, er ist dem Psychiater ausgeliefert. Und ich kann Ihnen sagen, dass viele Leute, die wir untersuchen, wir nennen sie Exploranten oder Probanden, sind eben nicht unsere Patienten, auch wenn man sie aufklärt, selbst hartgesottene Gewohnheitsverbrecher, nach 3, 4, 5 Stunden
Untersuchung vergessen haben, mit wem sie sprechen. Die denken, das ist ein netter Onkel Doktor, das ist endlich mal freundlich, der zeigt Interesse für mich, der stellt mir nicht so mühsame Fragen, das tut er nicht am Anfang, am Schluss stellt er noch viel die mühsameren Fragen als der Staatsanwalt, aber am Anfang sind wir sehr offen, freundlich, damit diese Leute eben auch frei erzählen. Und viele erzählen dann eben auch Dinge, die sie in Anwesenheit ihres Anwalts nicht tun würden. Wenn wir dann eben nicht unterbrechen und sie aufmerksam machen, auch wiederholt, dass alles, was sie sagen in der Begutachtung und auch zeigen, mimisch und gestisch, Eingang in das Gutachten findet und dass das Gutachten eben nicht der beruflichen Verschwiegenheitspflicht untersteht, dann besteht auch da eine Gefahr, dass wir zu Ermittlungsbeamten werden. Und das geht noch weiter. Einige Staatsanwälte, und das ist rechtlich nicht problematisch, aber es ist natürlich bezogen auf unser Thema heikel, die warten mit der Ausfertigung der Anklageschrift, bis sie das Gutachten haben, zum Beispiel Kindstötung. Die leiten dann aus unserem Gutachten zum Beispiel die Mordmerkmale her, dass es eben nicht Totschlag, also eine Tötung aus entschuldbarem Affekt war und auch nicht eine vorsätzliche Tötung, sondern sogar, dass es eben eigentlich niederträchtig war. Und dann wird der Gutachter nicht zum Richter in Weiß, aber zum Ermittlungsbeamten in Weiß. Zurück zur Schuldfähigkeit. Absatz 2 regelt dann die verminderte Schuldfähigkeit. Und dann, ganz wichtig, wenn jemand, weil er nicht schuldfähig ist, freigesprochen wird, dann ist er noch lange nicht in Freiheit, sondern dann sind diese Maßnahmen vorbehalten. Es können Maßnahmen angeordnet werden. Und noch der Vollständigkeit halber, Absatz 4, wenn jemand diesen psychischen Zustand, wo er eben nicht schuldfähig oder vermindert schuldfähig war, absichtlich herbeigeführt hat, dann profitiert er nicht von einer Schuldminderung, die sogenannte Actio Libera in Causa. Es wurde in den vergangenen Jahren nicht mehr so häufig gemacht, aber früher war es auch hier in Basel gang und gäbe, dass drogenabhängige Menschen vor der Tat Rohypnol eingenommen hatten, weil sie wussten, unter Rohypnol nimmt man an, dass man nicht mehr weiß, was man tut. Rohypnol eingenommen, dann eine kleine Postfiliale überfallen. Das Rohypnol wirkt natürlich erst eine halbe Stunde später, führt nicht zu einer verminderten Schuldfähigkeit. Jetzt kommen wir zu den Sanktionen. Wenn der psychiatrische Gutachter verminderte Schuldfähigkeit annimmt, dann kann das Gericht die Strafe entsprechend mildern. Entsprechend den Vorgaben aus dem Strafgesetzbuch. Komplexer ist es aber bei den Maßnahmen. Und Sie sehen hier in Absatz 1, Artikel 56 StGB, dass wenn die Strafe alleine nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten zu begegnen, dann muss das Gericht Maßnahmen anordnen. Ja, wer beantwortet jetzt dem Gericht, ob eine Gefahr weiterer Straftaten besteht und ob die Haftstrafe alleine nicht ausreichend ist, um den Täter davon abzubringen? Das ist wieder der forensische Sachverständige. Das heißt, wir müssen eine Legalprognose stellen. Ist anzunehmen, dass dieser Angeschuldigte, der Täter, später wieder straffällig wird oder eben nicht? Krake Paul. Die Fußballerinnen und Fußballer unter Ihnen wissen das. Krake Paul hat der WM 2010 7 von 7 Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft richtig vorhergesagt. Wer gewinnt nicht, indem er das jeweilige Futter aus der entsprechenden Kiste genommen hat und anscheinend auch das Endspiel richtig vorausgesagt. Krake Paul war hervorragend in der Prognose. Ich möchte jetzt mit Ihnen kurz anschauen, wie gut wir denn sind in der Prognose als forensische Gutachter. Man kann das verschieden darstellen. Das ist eine Darstellung aus einer eigenen Publikation hier im Hause. Sie sehen hier auf der linken Seite verschiedene Kurven hier, die hochgehen. Im Idealfall würden diese Kurven ganz gerade nach oben gehen und ganz gerade rüber, sodass diese ganze Fläche da abgedeckt wäre. Alles, was Sie links oben sehen, hier, entschuldigen, der Pointer ist schwach, alles, was Sie links oben sehen, sind Fehlprognosen. Alles, was rechts unterhalb der Kurve ist, sind richtige Prognosen. Und hier sehen Sie die Zahlen,
Das heißt jeweils 88,7%, 91,9% etc. Prozent richtige Prognosen. Das sind gute Zahlen. Hier im Hause können wir stolz darauf sein. Internationale Studien zeigen nur 54-86% richtige Prognosen für Gewalttäter. Also da liegen wir relativ gut, liegen wir drin. Hier in der Mitte dieser Strich, das wäre Münze werfen, halb halb. Den Gerichten geben wir natürlich nicht an, ob ein bestimmter Angeschuldigter gefährlich ist oder nicht, weil Gefährlichkeit ist eine Rechtsfrage. Ob ein Exhibitionist, der hier im Kannfeldpark vor kleinen Kindern exhibitioniert oder nicht, ob der gefährlich ist, Entschuldigung, das ist nicht unsere Frage. Die Frage an uns ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er das wieder tun oder wird andere Taten begehen? Ob das gefährlich ist, wenn er das tut? Das verändert sich mit der öffentlichen Wahrnehmung und ist schlussendlich sehr individuell. Gefährlich impliziert auch eine Güterabwägung. Und alles, was Güterabwägungen sind, sind nicht forensische Fragestellungen. Den Gerichten geben wir an, in welche Risikokategorie ein Täter gehört. Mit entsprechenden Rückfallwahrscheinlichkeiten. Hier links die Wahrscheinlichkeit, wie jemand rückfällig wird. Und da können wir da sagen, gehört in die oder in die oder in die Kategorie. Das ist das, was wir etwa können. Wir können nicht sagen, der wird rückfällig oder wird nicht. Das wäre Orakel. Das geht nicht. Das Problem ist aber jetzt, und da wird es schon wieder spannend, medizinisch-naturwissenschaftlich gibt es nicht solche distinkten, also klar abgetrennten Risikokategorien, sondern diejenigen unter Ihnen, die Naturwissenschaften gelernt haben, die wissen, da gibt es sogenannte Konfidenz-Vertrauensintervalle. Diese schwarzen Balken, das ist der Mittelwert. Das blaue Kästchen, das ist die Standardabweichung. 95% der entsprechenden Fälle liegen zwischen diesen Werten und das sind die Extremwerte. Das heißt, ein Proband, der in die Risikokategorie 4 gehört, ist mit 95% Wahrscheinlichkeit irgendwo in diesem Bereich, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo. Und er ist mit 100% Wahrscheinlichkeit in dieser Gruppe in dem Bereich, aber damit ist er plötzlich im kleinsten Bereich auch wieder in der Kategorie 1. Oder der Höchste aus der Kategorie 1 kann auch durchaus in der Kategorie 4 sein. Das sind naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Sogenannte dimensionale und eben nicht kategoriale Daten. Und das müssen wir als Gutachter den Richterinnen und Richtern so darstellen, damit die dann eben schlussendlich auf wissenschaftliche Evidenz basierte, gerechte Urteile fällen können. Noch komplizierter macht es das, das ist die Vierfeldertafel, ich will Sie nicht verwirren mit viel Statistik. Wenn der Gutachter sagt positiv, dann wird er rückfällig. Positiv ist eben negativ, wie bei Manimatter. Positiv ist negativ, wie bei HIV auch. Also hier, die werden rückfällig und in der Realität positiv ist auch rückfällig. Nehmen wir an, wir haben eine sogenannte Basisrückfallrate von 20%. Das trifft ungefähr zu für Vergewaltiger. Vergewaltiger werden, das zeigen große Studien, in etwa einem Fünftel der Fälle innerhalb von 5 Jahren nach der Tat, nach der Entlassung aus dem Gefängnis oder der stationären Maßnahme wieder rückfällig. 1 von 5. Das ist nicht so wenig. Nehmen wir an, der Gutachter hat eine Trefferquote von 75%. Liegt irgendwo so wahrscheinlich im Mittelbereich drin. Entschuldigung. Wir haben 100 Fälle, davon werden in der Realität 20 rückfällig, 80 nicht. Der Gutachter wird jeweils 75% davon richtig beurteilen, kommt man auf diese Zahlen. Die beiden Felder, die sind unproblematisch, weil da sagt der Gutachter, die werden rückfällig und die werden in der Realität auch tatsächlich rückfällig. Das sind die richtig positiven. Die sind auch unproblematisch, da sagt der Gutachter, die sind harmlos, nicht gefährlich und die werden auch nicht rückfällig. Problematisch sind die anderen beiden Felder. Diese Felder, nämlich hier, Entschuldigung, bin ein zweit. So, hier, diese 5 Fälle, da sagt der Gutachter, die sind harmlos, aber sie werden rückfällig. Die sind draußen und begehen Rückfalltaten. Das ist eine Katastrophe für die Opfer. Und diese 20 Fälle, die sind im Gefängnis, in der Klinik oder in der Verwahrung, sie würden eigentlich nicht rückfällig. Das sind die Falschpositiven. Das basiert auf diesen Basisrückfallraten und der Trefferquote der Gutachter. Jetzt kommt die Politik und sagt, ja, das geht gar nicht. 5 Rückfälle, das ist einfach zu viel. Das können wir nicht tolerieren.
Kann ich voll nachvollziehen. Die Basisrückfallrate verändert sich nicht, die Trefferquote der Gutachter ändert sich auch nicht, aber die Richter oder wir Gutachter stellen strengere Kriterien an. Wir sagen, es darf nur noch einer sein von 5. Also sind es dann richtig 19 positive, hier nur noch einer, aber es sind nur noch 12 richtig negative und es sind 68 falsch positive. Also 68 sind hinter Gitter, obwohl sie eigentlich nicht dahin gehören würden. Sie sehen an dem Beispiel, das ist nicht eine medizinisch-naturwissenschaftliche Fragestellung, wo dieser Cut-off anzusetzen ist. Das ist eine gesellschaftliche, politische Frage, schlussendlich. Das ist aber leider noch komplizierter. Nehmen wir ein anderes Beispiel an. Wir untersuchen Autolenker auf Drogenkonsum. Wir haben 100 Autolenker, 50 haben Drogen konsumiert, 50 nicht. Wir haben einen Test, Drogenschnelltest, der ist in 80% der negativen Fälle, also die nicht Drogen konsumiert haben, richtig und in 90% der Fälle, die konsumiert haben, ist er auch richtig. Wenn man das wieder verteilt, kommt man auf diese Fälle, Fallverteilung ist relativ einfach, müssen wir nicht nachrechnen. Und dann kriegen wir einen sogenannten Positive Predictive Value, also einen Wert, der sagt, wenn der Test positiv anzeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Autolenker auch tatsächlich Drogen konsumiert hat, ist 81,8%. Wenn der Test negativ anzeigt, ist er sogar fast 89%. Was denken Sie, was ist in dieser Tabelle falsch? Was entspricht nicht der Realität? Unter Autolenker, 50 sind unter Drogen, 50 nicht. Da müssten Sie schon eine Untersuchung Samstagmorgen irgendwo in der Ausfahrtstraße, einen Disco oder so machen, dass Sie diese Verteilung haben. Sehr unwahrscheinlich, dass 50 unter Drogen stehen. Nehmen wir mal an, es sind nur 10, die unter Drogen stehen. Das Ereignis, die Basisrate des Ereignisses ist etwas kleiner. Es sind immer noch viel, einer von 10. Ich hoffe nicht, dass es so viel sind heute Abend. Wenn man das jetzt wieder rechnet mit den genau gleichen Werten, dann ist der Positive Predictive Value, das heißt, wenn der Test positiv anzeigt, nur noch 33%. Also 2/3 der positiv angesagten Fälle sind falsch. Die haben gar keine Drogen konsumiert. Würden Sie jemandem aufgrund eines solchen Tests den Führerausweis entziehen? Wären Sie einverstanden, wenn Ihnen wegen eines solchen Tests der Führerausweis entzogen würde? Sie sehen an diesen Beispielen, wie komplex es ist, naturwissenschaftliche Sachverhalte eben in Gerichten so darstellen zu können, dass schlussendlich gerechte Urteile gefällt werden. Und Sie sehen schon jetzt, dass das streng getrennt werden muss, naturwissenschaftlicher Sachverständiger und Richter, der die Rechtsfrage beantwortet. Psychische Störungen, oder warum macht überhaupt die Psychiatrie solche Gutachten? Es ist leider eine Tatsache, dass einige psychische Störungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für strafbare Handlungen verbunden sind. Selbst bei der Depression ist das der Fall, zum Beispiel eben bei der Kindstötung, bei der postpartalen Depression nach der Geburt leider. Dann Schizophrenie, ungefähr ein 8-fach erhöhtes Risiko für Tötungsdelikte, Alkoholabhängigkeit über 10-fach erhöht, antisoziale Persönlichkeitsstörung 12-fach erhöht für Tötungsdelikte. Und wenn man dann noch Störungen kombiniert, dann wird das immer höher. Also es besteht leider ein enger Zusammenhang zwischen psychischer Störung und Gewalttaten insbesondere. Maßnahmen. Es ist immer wieder in den Medien, Maßnahmen kosten viel Geld. Ja, ambulant nach TARMED, genau gleich wie wenn Sie zum Psychologen, Psychiater gehen, aber stationär kostet das 1250 bis 1400 Franken hier bei uns in der Klinik pro Tag. Rheinau und Kanton Zürich mit Hochsicherheitstrakt ist noch deutlich teurer. Das ist eine 500.000 Franken pro Jahr, pro Täter. Das ist enorm viel Geld. Die Kollegen und Frank Urbaniok in Zürich konnten nachweisen, mit sehr guten Studien, sorgfältigen Studien, dass das gut investiertes Geld ist. Der normale Strafvollzug ist auch nicht gratis. Der Tag da kostet 300 bis 600 Franken pro Tag. Und Sie müssen auch damit einbeziehen, die Kosten, die entstehen, wenn man das beziffern will oder kann, für die entsprechenden Opfer.
Wann kommt es denn zu einer Maßnahme? Eine Maßnahme ist eine gerichtlich angeordnete Therapie mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Täter wieder Straftaten begehen wird, zu reduzieren. Nicht ihn zu heilen oder sein Wohlbefinden zu fördern. Natürlich versucht man das indirekt. Aber es geht um die Rückfallprävention. Die Voraussetzungen nach Artikel 59 sind, dass jemand psychisch schwer gestört ist. Wegen einer diskreten Zwangsstörung, wegen einer Essstörung und irgend sowas kommt man nicht in eine Maßnahme. Es braucht eine schwere psychische Störung. Jemand muss eine schwere strafbare Handlung begangen haben, dann muss eine hohe Rückfallgefahr bestehen und dieser Täter muss grundsätzlich behandelbar sein. Und mit dieser Behandlung muss die Rückfallwahrscheinlichkeit reduziert werden können. Also die Legalprognose muss verbessert werden können. Nur dann kann eine Maßnahme, eine therapeutische Maßnahme angeordnet werden. Die dauert in der Regel 5 Jahre, kann aber beliebig oft verlängert werden, solange notwendig. Das heißt, jemand kann bis ans Ende seines Lebens in der Maßnahme sein und viele Täter sind das. Es werden nicht, wie immer wieder behauptet wird, mehr Maßnahmen angeordnet. Es gab einen Boom da gegen 2010, das hat wieder abgenommen, unter anderem, weil es zu wenig Plätze hat. Und Sie sehen, das sind nicht so wahnsinnig viele Urteile für Maßnahmen. In der Schweiz sind im Moment etwa 7000 Straftäter in Haft. 60, 80 stationäre Maßnahmen pro Jahr ausgesprochen. Wo findet das statt? In einigen Kliniken zum Beispiel. Auch hier, drüben im Gebäude R. Dann in Institutionen des Straf- und Maßnahmevollzugs und hier in der Bewachungsstation im Inselspital in der Schweiz. Forensisch-psychiatrische Maßnahmen wirken. Ich mache hier keine Reklame dafür, aber es wirkt. Wir können Rückfallwahrscheinlichkeiten reduzieren. Sie sehen es hier leider schlecht mit dem Pointer, aber Sie sehen hier, das sieht die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftäter und Sexualstraftäter mit einem hohen Risiko, die nicht behandelt sind. Und hier die ausgezogene Kurve, die gestrichelte Kurve hier dick, ist die gleiche Gruppe, die behandelt wurde. Und dieser Unterschied hier an Rückfälligkeit, das ist sozusagen das Behandlungsergebnis. Das sind große Studien und alle Studien zeigen klar, es wirkt. Aber es wirkt nicht überall und es wirkt nicht zu 100%. In der Schweiz, Sie haben es vielleicht gelesen, wir sind auf einem Allzeittiefstand für Tötungsdelikte im letzten Jahr. 41 Menschen sind durch Tötungsdelikte umgekommen. Hier, Sie sehen, noch 1990 waren das um die gut 100. Das hat deutlich abgenommen. Ich möchte hier daran erinnern, an die Zahlen, zwar nicht um das zu bagatellisieren, aber einfach, dass sie eine Verhältnismäßigkeit haben. Im Straßenverkehr letztes Jahr, ich glaube, es waren 340 Tote, davon 200 nicht motorisierte und Suizide etwa 1500 pro Jahr. Und vergessen Sie bitte nicht, da mache ich wirklich dann Werbung immer, dass jeden Tag in der Schweiz 2 Menschen sterben, weil sie kein Organ erhalten, weil sie auf der Warteliste für eine Transplantation sterben. Wir haben in der Schweiz die niedrigste Organspendequote in Westeuropa, was beschämend ist. Interessant ist auch, dass das Gefühl von Sicherheit, die Wahrnehmung, wie sicher bin ich denn, das ist sehr verzerrt und geht häufig sogar invers, also umgekehrt, wenn die Gefährlichkeit abnimmt, dann steigt das Unbehagen. Und natürlich, und das ist an sich auch richtig, es sind primär ältere Leute, die sich unsicher fühlen. Sie sind auch durchaus häufig Opfer. Vielleicht nicht von Sexualstraftaten, das sind Jüngere, aber sind Opfer von Raubdelikten zum Beispiel. Dann Geschlecht, Frauen fühlen sich unsicher, auch bei uns, hängt aber auch ab von der Bildung und von der Informationsquelle. Je besser sich jemand informiert, desto höher ist in der Regel sein Sicherheitsgefühl. Ich will auch nicht verschweigen, dass wir auch in der Schweiz immer noch Probleme haben in der forensischen Psychiatrie. Fälle wie Dubois zum Beispiel oder Antamatten, das darf einfach nicht geschehen. Das darf nicht geschehen. In beiden Fällen muss man klar sagen, retrospektiv kam es zu Fehlern. Man hat korrigierend eingegriffen. Im Fall Antamatten fand überhaupt keine strukturierte Risikobeurteilung statt. Die zuständigen Therapeuten und Maßnahmenvollzugsbehörden haben nicht, wie es im Gesetz klar vorgeschrieben ist,
die Fachkommission zur Beurteilung von gemeingefährlichen Straftätern angehört, bevor sie Lockerungen autorisiert haben. Das hätten sie nicht dürfen. Deswegen kann ich klar sagen, so etwas wäre in der deutschsprachigen Schweiz nicht passiert. Alle unsere Patienten und Patienten, die als gemeingefährlich gelten, wenn nur irgendeine weitere Lockerung beantragt wird, das läuft durch die Fachkommission, im Sinne eines Peer Reviews, wo Fachleute eben nochmal draufschauen. Wir haben in der Schweiz ein modernes Maßnahmerecht. Das heißt, wenn wir eben sehen, dass jemand trotz Behandlung weiterhin gefährlich ist oder vielleicht sogar noch gefährlicher wurde in der Haft, können wir auch nachträglich eine Maßnahme anordnen. Oder wir können sogar unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich eine Verwahrung anordnen, wenn man sieht, dass eben jemand nicht behandelbar ist und weiterhin gefährlich ist. Aber auch die Verwahrungen haben deutlich abgenommen, insbesondere nach der Verwahrungsinitiative 2007. Das wurde verschärft. Wir haben eigentlich immer gesagt, passt auf, unter diesen rigiden Verhältnissen werden die Richter kaum mehr Verwahrungen anordnen, weil, und das trifft dann eben auch zu, Sie sehen hier die Entlassungen aus der Verwahrung, blau, die haben ganz massiv abgenommen seit 1993. Was war 1993? Wer erinnert sich daran? Genau, Pascal Brumann. Erich Hauert hat Pascal Brumann, Pfadfinderführerin am Zolliger Berg, brutal ermordet. Wollte sie vergewaltigen, hat sie dann getötet. Dann wurden die Fachkommissionen eingeführt. Und seither, leider wird diese Statistik nicht weitergeführt, sie Ende 2006. Bin mir sehr sicher, die roten Balken würden weiter zunehmen. Es sterben momentan mehr Täter in der Verwahrung, als dass sie entlassen werden. Und es ist auch richtig so, nicht wegen des Sterbens, aber es ist sicher richtig so, dass bestimmte Täter, und man kann hier die Namen nennen, auch wie ein Herr Osterwalder, der kleine Kinder gequält hat, fast bis zum Tod, wie ein Herr Hauert etc., eben nicht entlassen werden, weil wir in der Forensikpsychiatrie die Leute einfach nicht mit der hinreichenden Sicherheit behandeln können. Wir sind die Letzten, die daran glauben, dass jeder Mensch behandelt werden kann, dass er nicht mehr rückfällig wird. Und wir sind die, die am besten wissen, was Schlimmes passieren kann, wenn sie eben rückfällig werden. Trotzdem leiden nehmen diese Zahlen hier zu. Sie sehen, das ist der Insassenbestand in der Schweiz. Das hat stetig zugenommen, nicht dramatisch, aber Sie sehen vor allem hier der mittlere Bereich, die im vorzeitigen Strafvollzug und im Vollzug, die nehmen zu. Wir haben etwas mehr Verurteilungen, aber die Leute kommen weniger aus den Gefängnissen raus. Ich komme damit schon zu den Schlussfolgerungen. Richterin Weiß, ich habe Ihnen heute Abend hoffentlich aufzeigen können, dass es eben im Strafprozess klar definierte Rollen gibt, des Sachverständigen, der die wissenschaftliche Basis für das Gerichtsurteil liefern muss. Aber die Güterabwägung, das Urteil, das fällt immer noch das Gericht. Die wissenschaftliche Evidenz ist eben nicht direkt gleichzusetzen mit dem juristischen Beweis, aber es ist die Grundlage schlussendlich für gerechte Urteile, dass eben psychisch kranke Menschen, geistig Behinderte, Kinder nicht gleich sanktioniert werden, wie Erwachsene, die voll kompetent sind und im Wissen um das, was sie tun, das halt trotzdem machen. Ich habe nur kurz gestreift, dass eben Therapien, wenn sie denn durchgeführt werden, kompetent durchgeführt werden, evidenzbasiert, dass sie Rückfallraten reduzieren und dass dann eben Menschen statt weggesperrt werden, auch eine Chance haben, wieder in irgendeiner Form reintegriert zu werden. Das entspricht unseren Vorstellungen eines liberalen, humanen Rechtsstaates. Schließlich ist forensische Psychiatrie eine Gratwanderung, eine enge Gratwanderung. Wenn man sich wie Professor Kemm im Tatort zu fest identifiziert mit einem Opfer und es vor den Sanktionen des Staates versucht zu befreien, dann fällt man auf die eine Seite runter. Wenn man sich überidentifiziert mit Opfern und das Gefühl hat als Forensiker, man müsse für die öffentliche Sicherheit besorgt sein, fällt man auf die andere Seite runter. Hier oben auf dem schmalen Grat, hier in der Spur, da ist die Naturwissenschaft und da ist das Recht und dem sind wir verpflichtet. Ich freue mich schon auf Ihre Fragen und eine Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.